Jo, meine Freunde, und herzliches Willkommen zum ersten FIFA-Karriere FIFA 19 Video zu einer Manager-Karriere von SK Sturm Graz. Und wir starten natürlich mit meinem aktuellen wirklichen Stadtverein rein. Und ja, ich freue mich natürlich riesig drauf. Wir werden nichts erhöhen, glaube ich, Transferbudget, oder? Nee, wir werden es einfach so lassen, wie es ist. Aktualisierungen werden heruntergeladen. Perfekt ist unten. Wir starten hier einfach mit 5 Millionen Transferbudget hinein. Okay, das ist natürlich auch wieder nice. Ja, also ich bin ja relativ froh drüber, dass wir da wieder eine gute Karriere starten können. Und wir werden uns jetzt diesen alten Herrn hier auswählen. Oder nehmen wir den Jungen. Den da, den da, den da, den da. Ja, ich glaube, der sieht ganz solide aus. So, wir nennen uns natürlich wie immer uns die ganzen Sachen. Ich werde natürlich alles vorspulen und wir sehen uns nachher gleich im Gameplay wieder, Freunde. Bis gleich. So, wir sind jetzt wieder zurück hier und wir haben eine Einladung bekommen natürlich für einen Herrn Begaming Car, ob Sturm bei der Vorbereitungsturnier mitmachen möchte. Wir nehmen es natürlich gerne an und schauen mal, welche Gegner wir wo haben werden. Oh, okay, da wären ein paar englische Clubs dabei. Und hier niederländische, glaube ich, wenn es mich jetzt nicht ganz täuscht, aber wir werden wahrscheinlich eher zum teuren gehen. Das werden wir auch machen, zum teuren, und da werden wir natürlich dann versuchen, hier zu gewinnen. So, was gibt's Neues hier in dieser Folge? Die erste Folge wird natürlich ein bisschen länger sein. Wir werden uns da natürlich das alles schön durchlesen. Wichtig, die Transfererwartungen, unsere Erwartungen werden wir jetzt nicht durchlesen. Scouting-Bericht ist da, also von manchen Spielern aus der österreichischen Bundesliga. Wow, nice, gönn dir. Ich möchte mich vorstellen, okay, 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 okay. So, also zu dem Thema. Unser Kader sieht so aus. Vorne Grotzurek, okay, okay, das weiß ich schon, das weiß ich schon. Das werden wir natürlich alles dann einstellen. Also mit einer richtig heftigen Abwehr hier sind wir nicht gesegnet gerade. Und ja, was ist das für eine Aufstellung überhaupt? Aber ist ja relativ egal. Wir haben da relativ viele Spieler, die relativ jung sind. Fadinger, Lähmer, Koch und Gulilani, keine Ahnung. Ich hoffe, ich will dich jetzt nicht, falls du das Video auch sehen solltest, ich will da jetzt nicht falsch ausgesprochen haben. Piras hätten wir auch noch und Obermeier, also da sind natürlich die Jungen. Natürlich Schützenauer und und. Also wie gesagt, da sind noch die Hasen. Ich nehme gerade auf. Müsst ihr jetzt da Lärm machen. Wie gesagt, hier ist einfach so, die erste Folge ist einfach dazu da, jetzt einmal die ganzen Aufstellungen so einzustellen, dass ich gut spielen kann, damit die Mannschaft auch gut ist. Und ihr könnt natürlich gerne eure Transferwünsche mit diesem Budget, was wir hier haben, natürlich dann auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich lese mir natürlich jedes Kommentar natürlich durch, und jeder Kommentar, der mit einem Daumen natürlich gepusht wird, kann man natürlich immer weiter, der kommt natürlich immer weiter nach oben, und den könnten wir dann auch nehmen. So, Sturm Graz ist in der Europa League dabei, das ist mir jetzt aber auch neu, dass Sturm Graz in der Europa League dabei ist, aber ist okay, ist okay. So, wir starten natürlich in der ersten Saison gleich, in die erste Saison gleich rein. Wir wollen natürlich das erste Spiel dann gleich machen und ich hoffe natürlich, dass die Folge dann richtig cool wird. Und ja, schauen wir mal, ob wir hier richtig guten Stuff kriegen hier, dass wir da einen guten Sieg hinbekommen. Deine Spielzeit kannst du leider jetzt nicht machen, mein Freund, aber wir werden natürlich da in das erste Spiel reinstarten, sehen uns dann gleich im Spiel wieder und wir hoffen natürlich, dass wir die ersten 3 Punkte des International Cups natürlich zu uns losen können. Das wäre natürlich eine richtig gute Ausbeute. Wir sehen uns gleich im Spiel, Freunde.